Da stimmt doch schon wieder was nicht, oder? Folgt mir. Der geht mir schon wieder viel zu komisch. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar. Werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf. Was hat er vor? Weiß er vielleicht was? Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint, die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emilie, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Nico, lauf! Ja, das ist aber nicht schnell. Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Ja. Nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! War da nicht gerade noch einer gestanden? Wie komme ich hier raus? Wer bist du? Scheiße. Wo ist sie? Hinter der Eiche. Sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So. Nur wir zwei. Ich muss hier weg. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Da bist du ja. Verdammt. Du kriegst mich nicht. Was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Ha! Oh!
Schubst den doch einfach weg. Wo ist sie? Hinter der Ach, sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So. Nur wir zwei. Ja. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Wo ist er denn? Hey, was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten. Dann muss ich halt laufen. Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheiß Kerl. Ja, Mann. Aber das war doch wieder so klar, dass der Graf am Ende... Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein. Du Irrer! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt. Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird es vermissen. Gib einfach auf. Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst. Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Nur am Leben. Wir beschützen. Hier. Du Schwein! Ich muss die anderen finden! Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben! Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh! Oh, verdammt, das ist zu laut! Auf die harte Tour also! Keine Zeit! Schnell weg! Ich höre dich! Du wirst nachlässig! Ich muss ihn abschütteln. Dann bist du auch nicht vor mir sicher. Geh weg! Verstecken! Glaubst du wirklich in deinem Versteck? Bist du sicher? Du schaffst das. Der ist halt genau hinter mir, Mann. In den Zellen einsperren. Wo bist du hin? Du sitzt hier fest. Wohin du auch gehst, ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Anicia, versteck dich nicht. Komm heraus. Tut weh, nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Schneller. Na los, komm schon. Oh, dauert das lang. Nervig. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Anicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Wo könntest du sein? Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. Was ein nerviger Bosskampf. Ich weiß, wo du bist. Los, los! Ach, da bist du. Da bist du auch nicht sicher. Stell dich! Abwarten. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich. Halt deine Klappe!
ist es geschafft. Oh, du erinnerst mich an alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Es gibt immer einen Wahnsinnigen. Ich kann nicht. Nicht ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Die arme Schulter, die tut mir voll leid. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt sich nicht bezwingen. Nun gut. Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Weil er immer von der Maus ausgeht, muss ich raten, welche Taste er meint. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet zu viel, Feigling! Los, behaupte dich! Sei standhaft! Du musst das Schwert besser halten, ach, was für eine Schande! Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling! Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Dirun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Victor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark, eure Bande sind stark. Nun in ihrem Alter.
konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... Amicia? Oh Mann. Mama? Die ist doch... Amicia? Niemals ist sie tot. Niemals. Lukas? Wo seid ihr? Wenn die stirbt... Wo sind denn nur alle? Dann dreht der durch und tötet alles. Unser kleiner Goldjunge. Das ist so mit Sekten. Die haben alle einen Knall. Und verstehen die Realität. Die verstehen das gar nicht mehr, was sie da eigentlich tun. Wo ist denn der? Ich weiß gar nicht. Achso, okay. Da geht's wohl nach draußen. Oh, mein Kopf. Ist das ein Traum? Nein. Das ist echt. Oh, da ist jemand. Der kommt hoffentlich noch richtig, im richtigen Moment. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Hugo, ist sie tot? Nein! Nein, geh wieder ins Bett. Victor, bring ihn zurück, bitte. Mein Herr, wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, er ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Sie tun dir nichts mehr zu! Zu nah! Die sind viel zu nah! Weiter! Es funktioniert!
Der hält durch. Der dreht gleich völlig am Rad. Amicia? Amicia, wo bist du? Ich bin hier. Bitte, Hugo, sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Oh Mann, die Mutter. Mann, ich hasse es. Das hat mich echt schockiert. Ich dachte, die überlebt. Oh Mann, warum ist sie tot? Doch verständlich, dass der Junge jetzt durchdreht. Ah, weg damit. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen.
Das wird wehtun. Alles gut? Dann komm. Hugo, gehen wir. Jetzt dachte ich, ich steuere ihn. Atme. Nein. Oh Mann, warum ist denn jetzt hier wieder was verschlossen? Kann nicht einfach mal was offen sein? Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Oh, sowas Nerviges. Aber das ist eine wichtige Truhe, die ich haben will. Eins. Wie viel habe ich denn jetzt? 32, das reicht nicht. Kriege ich nie alles voll. Wenigstens kann sie wieder normal laufen. Danke für die Werkbank, die mir nichts bringt. Muss hier irgendwo rausgehen. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut. Zurückholen von was? Hugo. Versperrt. Ich glaube, du ich kann hörst es von hier nicht bewegen. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Hier. Aber das Zeichen der Makula sieht weiter. Größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Darf ich mir deine Augen ansehen? Mein Hund kratzt sich und macht komische Geräusche dabei. Ach, du blinzelst kaum. Na los! Halt durch! Du musst durchhalten! Hugo, wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Die soll das jetzt ziehen. Schwer verletzt. Das hat auf jeden Fall gerumst. Geht's dir gut? Ja. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Womit? Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Ja.
nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein. Das ist nicht zu Hause. Hugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn. Nein, genug. Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt, Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Heidewitzka, der Junge, ey. Aber kann man es ihm verübeln, was der alles erlebt? Jetzt ist die Mutter tot. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Hey, Vorsicht! Was ist das? Das hab ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht. Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Vorsichtig. Das ist echt schlimm. Ekelhaft. Aber was ist das denn eigentlich genau? Ja! Ja und? Na los! Rennst ja auch mit dem Herr und Meister rum. Das ist er! Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat. Vor der Explosion. Ich sag's doch. Sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Oh Mann, der... Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich bin so drin. Ich müsste längst schlafen. Aber ich kann nicht aufhören. Ich muss wissen, wie es... der Junge, die Mutter. Die schrecken ja nicht zurück, anscheinend auch wichtige Personen zu töten. Ich meine, die Mutter, hallo? Da war die Mutter. Hölle nochmal. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich frage mich, wo wir eigentlich sind. Da vorne ist was. Ich sehe es. Was zur Hölle? Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Zwei. Ja, ich bin hier. Hey, ich warte. Gehen wir, Lukas, los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es mitten gemacht. Sie kommen. Lauf! Ah, und wieder laufen. Immer dieses Weglaufen. Aber das war schon ein riesiger Muttersack. Lauter kleine Rattenspermien. Runter, schnell runter! Und weiter! Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, rennt so schnell ihr könnt! Verdammt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Da ist kein Sonnenlicht, das ist Feuer. Yeah.
Hugo? Hugo? Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Dann auf zum Hafen. Immer noch das Gefühl, dass da... Oh, da war schon so ein Rattennest. Netz. Habe ich schon gesehen. Oder? Nee, doch nicht. Moment. Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Herr im Himmel, das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Boah, der hat die gerade einfach... Wie Lemming, er hat er die ins Meer geschickt. So, warum ist hier hohes Gras? Weil jetzt Soldaten kommen, wetten? Der eine Scheiß weg, kommen die nächsten. Scheiße! Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter einer weniger. Einer weniger. Ah, okay, ich kann das aufmachen. Was ist hier los? Hey! Ein toter Kamerad. Suchen wir den Mörder. Was ist das? Achtung, sie sind frei! Lustig. Kann sie immer noch als Waffe nutzen, ja? Na, er kann das also auch noch. Wie weit geht denn der da?
und weg mit dir. Lass uns einfach gehen. So. Tod. Was die Mörder mache ich klein. Mach mal. Als erstes musst du aber hier zu diesem Sack hingehen. Da. Ich finde deinen Mörder. Da ist anscheinend gerade noch jemand gestorben, ohne mein Zutun. Wie tief geht es darunter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will es nicht wissen. Der Mann war im Krieg und hat sich den Ruhm in Hunderten von Kämpfen verdient. Ihr Drecksviecher. Plagegeister. Was redet der da? Sowas von auf dem Sack. Ja, hätte ich jetzt die Bolzenverbesserung, hätte ich kein Problem, dass ich ihn erschossen habe. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist. Da hinten ist noch einer. Oh, zu hoch. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Da ist ein Karren. Damit vielleicht. Natürlich. Ich hätte noch gern den Topf da. Und eventuell diese Truhe hier, sie weil die wollen dich immer noch tot sehen. Sieht gut selbst aus. Bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Oder ich lasse den Topf vielleicht einfach in Ruhe. Und gehe meines Weges. Ist vielleicht besser, ha? Huh? Er ist jetzt da unnötig. Komm, hoch mit dir. Streit hoch. Anzufangen mit dem. Genau, weil hier ist nämlich schon der nächste Abschnitt. Tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich,
nach dem, was er getan hat. Na schön. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anu und dann verschwinden wir. Jetzt retten wir ihn doch.